Ja, Basalteam Frank, genau, zumindest ein Teil. Das ist die Jasmin und die Johanna. Schönen guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Ihr wollt so ein bisschen was übers Basalteam erzählen? Genau. Dann macht das bitte. Ja, genau. Wir haben, oder beziehungsweise ich habe das Basalteam Frankenau damals übernommen und habe dann ein paar junge Mütter gesucht dazu. Habe eine tolle Bande zusammenbekommen. Wir sind ein sehr nettes Team. Wir kommen gut miteinander zurecht. Jeder bringt neue Ideen mit rein. Haben jetzt noch zwei, drei weitere Damen mit aufgenommen, die daran Interesse hatten und machen zweimal im Jahr einen Basar. Dieses Jahr ist es wieder am 17.03., also jetzt am kommenden Sonntag. Genau, wir vergeben immer 55 Tische. Ja, und verkaufen Kaffee und Kuchen, belegte Brötchen. Alles für den guten Zweck. Ist an der Kellerwaldhalle, der Genau, ist an Basar. der Kellerwaldhalle. An der Wolfskaute, da oben. Genau. Und Jetzt die. gibt es ja hier in Frankenau zum Beispiel, der Ähnliches macht, ist der Förderverein Kellerwaldschule. Genau. Und dann gibt es den Förderverein Kindergarten. Und warum gibt es jetzt noch ein Basar-Team? Weil wir übergreifen alles. Also wir schauen, welche Bedürfnisse in Frankenau erfüllt werden müssen für die Kinder, wo wir hinspenden können. Aber das Team, das Basar-Team Frankenau, hat zum Beispiel auch schon mal an das Hospiz in Frankenberg gespendet. Und dieses Jahr geht unsere Spende auch an die Kellerwaldschule Frankenau, weil da der Bedarf da ist. Und nächstes Jahr kann das auch an den Kindergarten gehen. Deswegen gibt es uns als Basar-Team. Wir gucken, wo etwas gebraucht wird für uns, für unsere Kinder und für unsere Zukunft. Was wird denn so angeboten in der Regel? Auf dem Basar? Auf dem Basar, ja. Ganz leckeren Kuchen und Ja, Kaffee. außer Kuchen und Kaffee, das hatten wir ja nun schon. Spielsachen, Fahrräder, Dreiräder, Kinderwagen, Anziehsachen. Anziehsachen. Also hauptsächlich für Kinder. Für Genau. Kinder, ja. Gebasteltes Schmuck, Ostern, geht ja auf Ostern zu. Nee. Nee, das eigentlich Nee. eher nicht so. Genau. Aber was bei uns noch schön ist, wenn man beim Ausgang rausgeht, haben wir eine große Schatzkiste stehen und alles, was nicht verkauft wird oder die Menschen gerne spenden möchten, das geht eins zu eins immer für einen guten Zweck in die Ukraine oder Genau. nach Afrika. Da kommt einer und holt das ab. Und die sind auch immer sehr. 55 Tische, das heißt, wer beschickt denn diese Tische? Sind das Spenden oder professionell oder werden die von den ja nicht nur verkauft, sondern auch eingekauft? Also die 55 Tische, das sind alles Mütter, die viele, die schon bestimmt einige Jahre immer wieder schon wieder dabei sind, aber auch neue Leute, die mit dabei sind. Ja, Menschen, wo die Kinder teilweise schon im Teenageralter sind. Genau, die stellen da aus, aber auch Kinder. Wir haben auch bei uns eine Kollegin, der Sohn verkauft seine Spielsachen, um sich dann was zu sparen oder sich was Neues zu kaufen. Wie ist denn der Zuspruch in der Regel bei eurem Basar mit Besuchern? Gut, sehr gut hier. Ja. Ja? Wenn wir die Regenwolken jetzt bis Sonntag noch wegschieben, dann haben wir die Halle wieder voll da Also, oben. das wird ab Freitag soll es wirklich deutlich wärmer werden. Und gibt es auch was für Väter, nicht nur für Mütter? Nein. Herzhaft belegte Brötchen. Ich habe es ja immer beim Essen. Und Getränke natürlich. Und Getränke, ja. Genau. Genau. Wie hoch ist denn im Schnitt der letzten Jahre das Spendenaufkommen, das das Basar-Team erreicht hat? Wenn man zur Kellerwaldhalle kommt oder wenn man die Halle kennt, kann man sich draußen mal umschauen. Da sind verschiedene Spielgeräte angeschafft worden. Und jeder, der sich so ein bisschen da mal reinbelesen hat, kann sich ja ungefähr vorstellen, dass nur eine kleine Nestschaukel schon einen Wert von 2.500 € hat. Und zum Beispiel diese Sachen hat das alte Okay, das heißt Basar-Team also auch, erreicht. die Ne? Stadt wird unterstützt, Ja, zum genau. Beispiel bei solchen Vorhaben wie Kinderspielplätze Genau. mal auf den neuesten Stand zu bringen Genau. oder sicherer zu machen. Ja, dann freuen wir uns eigentlich jetzt auf den 17.03. Genau. Das ist jetzt der Sonntag. Ab wann geht's los? 14:30 Uhr. 14:30 Uhr an der Kellerwaldhalle. Genau. Ja. Das war's. Wir freuen uns.